Jetzt wird es ernst. Am Dienstag spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien um den Einzug in die Endrunde der Nations League. Wir sprechen dazu heute mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp. Heiko, zwei Spiele, zwei Siege für Deutschland. Rund um das Ukraine-Spiel dominierte allerdings das Corona-Chaos. Jetzt wurden zwei Ukrainer auch noch positiv auf das Coronavirus getestet. Was bleibt hängen aus dieser ersten Länderspielwoche im November? Ja, guten Abend erstmal. Man muss es natürlich, wie du schon sagtest, ein bisschen zweigeteilt sehen. Das eine ist das Sportliche, was sicherlich durchaus positiv war für die Nationalmannschaft, vor allen Dingen für den Bundestrainer, der ein bisschen was ausprobieren konnte, der, glaube ich, sowohl mit dem 1:0-Sieg gegen die Tschechen als auch mit dem 3:1 über die Ukraine alles in allem zufrieden sein konnte. Er hat gemerkt, er hat Alternativen durchaus, mit denen vorher vielleicht auch nicht zu rechnen war. Wenn ich an Philipp Max denke oder auch an Florian Neuhaus, um mal zwei Beispiele zu nennen. Dazu hat sich die Deutschland mit dem 3:1 auf Platz 1 katapultiert in der Nations League-Gruppe. Da kommen wir sicherlich nachher noch zu. Was allerdings rund um das Spiel in Leipzig los war, das haben wir alle mitbekommen. Es gab 5 positive Corona-Tests, 4 Spieler, ein Teambetreuer bei den Ukrainern wurden auf Covid-19 positiv getestet. Das Spiel fand trotzdem statt, nach langem Hin und Her. Und jetzt gerade sickerte durch, dass die Ukrainer vor dem nächsten Spiel in der Schweiz eben wiederum 2 Spieler positiv getestet worden sind, die gegen Deutschland auch auf dem Platz standen. Und Jogi Löw wurde danach gerade in der Pressekonferenz auch gefragt. Er hat reagiert. Wie soll er auch anders reagieren? Er kann ja daran nichts ändern und er geht davon aus, dass die Behörden und die Gesundheitsämter und alle, die da beteiligt waren in Leipzig, ihren Job gemacht haben, seriös gemacht haben. So sagte er, sprich, dass die Tests am Freitag und am Samstag ja negativ gewesen sind und dass sich diese Spieler möglicherweise dann erst am Sonntag oder heute infiziert haben. Was bleibt, ist natürlich ein fader Beigeschmack. Die Deutschen sind heute und gestern auch nochmal getestet worden. Bislang gibt es keine positiven Fälle, aber auch das kann sich natürlich irgendwie gefühlt jederzeit ändern. Blicken wir mal aufs Sportliche. Es geht jetzt gegen Spanien, das entscheidende Spiel in der Nations League, um den Einzug in die Endrunde. Wie schaut es personell aus? Wie viel Ukraine steckt dann in dem Spanien-Spiel womöglich? Gut, gegen die Ukraine hat der Bundestrainer ja nahezu schon seine Top-11 auflaufen lassen, zumindest die gerade dazu in der Lage ist. Also unabhängig von den verletzungsbedingten Ausfällen natürlich. Und Toni Kroos, der gesperrt war, der kehrt natürlich morgen gegen Spanien wieder zurück in seiner, zweiten Heimat. Er war auch der Torschütze beim letzten Sieg gegen Spanien 2014. Ansonsten wird sich die Mannschaft vermutlich nicht groß ändern. Also gerade die drei vorne, Gnabry, Sané und Werner, werden weiter wirbeln. Gündogan wird drin bleiben. Hinten, so hat der Bundestrainer gerade angedeutet, gibt es noch ein kleines Fragezeichen hinter Niklas Süle. Der hatte nach dem Ukraine-Spiel wohl ein paar Beschwerden und muss jetzt erst noch das Abschlusstraining abwarten, ob er dann morgen auch einsatzbereit ist. Ich nehme stark an, dass Joachim Löw bei ihm kein Risiko eingehen wird. Er kommt schließlich aus einer langen Verletzung, hatte einen Kreuzbandriss, danach auch Corona-Wirbel, erst positiv, dann negativ getestet und so weiter. Also könnte sein, dass Süle möglicherweise morgen ausfällt. Dann ist sicherlich A die erste Alternative neben Matze Ginter und Robin Koch in der Dreierkette auf links. Philipp Max, da kommt er gar nicht drum rum, weil er hat keinen mehr auf links. So wird wahrscheinlich die Startelf dann gegen Spanien aussehen oder so erwarte ich sie. Nach der Enttäuschung bei der ersten Nations League-Ausgabe könnte jetzt eben die Teilnahme der Endrunde gelingen. Wie schätzt du den Stellenwert ein? Sollte möglicherweise sogar der Titel am Ende dabei rumspringen? Ja, auch da muss man sagen, der Wettbewerb ist ja anfangs belächelt worden. Es ist ein Wettbewerb, den keiner so richtig braucht. Das ist bei vielen bis heute auch noch die Meinung. Beim DFB hat sich das natürlich ein bisschen geändert, wie das oft so ist. Wenn es gut läuft, dann findet man den Wettbewerb plötzlich ebenfalls toll. Und jetzt steht man auf Platz 1 und hat die Möglichkeit. Und ich glaube, unabhängig davon, ob man sich am Ende dann Gruppensieger oder sogar möglicherweise bei einem Sieg beim Final Four Nations League Sieger schimpfen darf, glaube ich, dass es eher darum geht, was das für die Mannschaft bedeutet. Also
Die ist weiterhin in einem Prozess. Manuel Neuer hat es gerade auch bei der Pressekonferenz angedeutet. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, die Mannschaft ist immer noch im Umbruch. Und ich glaube, dass es vielen Spielern guttun würde, wenn sie gegen Spanien auch bestehen, was so eine Art Reifeprüfung schon ist, erste Reifeprüfung für diese neue Mannschaft, und dann als Gruppensieger ungeschlagen zum Final Four fahren könnten. Ich glaube, dass man dann auch mit einem guten Gefühl in die lange Nationalmannschaftspause geht, denn erst im März treffen sich die Spieler wieder und dann eben auch Selbstvertrauen tanken kann für die Europameisterschaft, denn da geht es ja darum, in einer Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich und dem amtierenden Europameister Portugal zu bestehen, und ich glaube, das wird schwer genug. Da würde natürlich eine Endrundenteilnahme bei der Nations League ganz gut tun. Danke für deine Eindrücke, Heiko. Selbst wenn die deutsche Nationalmannschaft die Endrunde erreichen sollte, findet diese auch erst im Oktober 2021 statt und daher nach der EM. Aber vor all dem steht sowieso erstmal das Spiel gegen Spanien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.